So, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich muss gucken, ich weiß, dass meine Basis, meine neue, nur 70 Meter entfernt ist und ich habe sie auch schon gefunden. Warum drücke ich Turbo? Warum mache ich das? Warum? Warum? Tut das Not? Oh Gott. Ich habe das Gefühl, hier ist etwas ungefährlich. Ich setze mir jetzt trotzdem hier die Boje aus, weil ich kenne mich. Ich finde sie sonst nie wieder. Und dann können wir die auch gleich neu beschriften. Signalboje bearbeiten. Home, sweet home. So. Jetzt den restlichen Kram zu holen. Ach komm, ich habe genug Wasser, auch um mich herum, aber auch in den Taschen. Bei weiter fortschreitendem Klimawandel, wo sind in der Zukunft die besten Weinanbaugebiete? Wir hatten uns eben über die Mosel unterhalten. In den Alpen, südlich davon Sahara und nördlich davon Frostig. Man muss nur sehen, auf welchem Berghang die Mischung, die Idealtemperaturen herrschen. Und das ist kein Witz. Echt jetzt? In den Alpen? Tiroler Rotwein oder was? So. Ach ja, was trinken? Vital signs stabilizing. Könnten wir mal machen, wir könnten uns auch noch einen kurz neuen Nachschub besorgen. Da. Und ein bisschen was essen muss der Mensch ja auch. Ich zum Beispiel. Ist das ein echter oder ist das so ein Schwarmdekofisch? Den nehmen wir noch mit. Oh Gott. Ist der schnell? Ich glaube, die sind immer noch am besten hier. Da vorne war wieder Seekobold. Den wollte ich nicht unbedingt an meiner Seite haben. Nee, erst das trinken. Dann will ich das da oben gleich mal ausblenden hier. Hier war noch ein Salz, ne? Einmal pökeln. Gekocht. Draußen ist hier ein Mistwetter. Eisklopscher. So, jetzt brauchen wir... Ne, Gold brauche ich erstmal nicht. Ich brauche... Das Lithium brauche ich, glaube ich. Ich brauche ein bisschen... Gold brauche ich trotzdem nicht. Kupfer brauche ich. Die Baupläne, Signalmanager, alle lösen so. Was brauchte ich denn noch für Solar? Titan, Kupfer und zweimal Quarz. Das reicht doch gerade mal für eine. Ja. Das reicht gerade mal für eine Solarzelle. Da kann ich mir nicht mal einen Schrank mehr bauen. Ich brauche vorher nochmal Quarz. Schrank brauche ich was für nochmal? Es gab glaube ich nur... Ach nee, nur Titan.
Aber mal, Batterieladestation, zweimal Lithium, Kupfer, Draht, Titan, erweiterter Kabelsatz. Habe ich hier noch einen? Ich glaube, ich hatte nur normalen Kabelsatz, ne? Naja, ich hatte nur normalen Kabelsatz. Das wäre aber cool, warte mal. Ich brauche einen Computerchip dafür, für den erweiterten Kabelsatz, ne? Computerchip und 2 Gold. Gold habe ich ja. Computerchip war... Gold, Tischgereinprobe, Kupferdraht. Gut, dann muss ich zur Not auch nochmal Kupfer her besorgen. Species, Nabend. Gold, Tischgereinprobe und... Achso, 2 Tischgereinproben. Und jetzt nochmal 2 Gold, glaube ich. Achso, den Kabelsatz sollte man vielleicht auch mitnehmen. Das wäre hilfreich. Erweiterter Kabelsatz. Lithium. Das ist mir persönlich jetzt erstmal am wichtigsten. Und ich habe eine Solarzelle da. Naja, was willst du machen? Irgendwas ist halt immer. Eine ist jetzt ein bisschen wenig, aber das wird schon gehen. Viel wichtiger ist für mich, dass ich mein Fortbewegungsmittel hier am Leben halten kann. Und deshalb will ich die Ladestation erst für die... ja, Moment. Du gehst mir aus den Augen. Ach komm, bevor ich jetzt hier Quarz suche. Aber gut, können wir mal mitnehmen. Ach, da ist es. Okay, ich bin da nur um den Felsen geschwommen. Es kann auch nicht angehen, dass es weg ist. Es ist so unglaublich. Ihr müsstet mich mal auf dem Parkplatz von Realkauf sehen. Das ist echt lustig. Aussteigen. Ich renne dann 5-mal ums Auto. Weißt du, so, es sieht ein bisschen aus wie ein Hund, der sich schlafen legt. Weißt du, so. Und dann dreht man sich um und das Auto einfach weg. Ich habe keine Ahnung. Ich habe im richtigen Leben so ein Problem nicht. Ich weiß nicht, warum ich das in Spielen habe. Ja, ich habe nur Probleme. So. Kilowatt! Schönen guten Abend! Na? Ja. Ich freue mich aufs Wochenende. Wow, wie sieht das denn hier aus? Krass! Da wirst du ja blind bei. Weißt du, wie leuchtet das da so durch? Das ist ja auch eigentlich ein ganz schöner Bug, ne, oder? Mach mal ein Foto von. Kann sein, dass ich das als Foto von der nächsten, von der letzten Folge nehme. Ich weiß es noch nicht. Achso, wir müssen ja erstmal draußen. Ich kann hier gar nicht atmen. Ich muss erstmal was aufs Dach schmeißen hier. Und zwar diese eine Solarzelle, die ich mir leisten kann. Das leuchtet immer noch so krass. So, wenn ich, weißt du, eine Solarzelle oben drauf, ne? Und jetzt ein Ladegerät bauen. Gute Nacht. Sage ich dann nur. Gute Nacht. Das kann ja nichts werden. Ich glaube, die Schränke muss ich nochmal umhängen. Ich packe die erstmal hier hin. Ich will ja Fenster auch reinmachen. Das Wochenende wird mega. Das glaube ich auch.
Soll ja trocken bleiben auch. Bei euch jedenfalls. Energiezellenladestation. Kommst mal wieder hier an die Tür irgendwo. Da. Ach komm, ich kann nicht da einpacken. Da laufen wir vielleicht nicht so lange entlang. Ich finde noch einen schöneren Ort dafür. Aber was soll's denn? Ja, jetzt darf ich anfangen, Ressourcen zu farmen, ne? Geht auch nicht anders. Titan. Titan. Ich weiß, Tippfehler. Titan. Und kann ich noch einen dritten machen? Nee, ging nicht, ne? Nee, okay. Dann packe ich da erstmal anderen Krams rein. Batterie. Ja gut, Batterien sind leer. Was macht eigentlich die Stabilität hier? Eigentlich grob wie gesprungen. Wir brauchen jetzt erstmal Ressourcen und eine zweite... Moment. Wie wollen wir ihn auffüllen hier? Habe ich denn einen... Habe ich denn... Ja, Kreislaufbauergerät habe ich hier dann. Mama, ich werde verprügelt, so wenn ich vor die Tür gehe. Kann ich angehen, ey. Das ist ein Akkufisch. Provenosti. Echt? Wenn ich das machen würde, dann wäre der aber stinkig. Was? Was denn? Okay, wir sammeln erstmal ein paar Ressourcen und wir können ja einfach alles gebrauchen, ne? So ist ja nicht, wir müssen ja gar nicht wählerisch sein. Ja, das ist, nee, das ist nicht mein Scanner. Mein Scanner ist auf 5. Ist auch Titan, kann man mitnehmen. Die brauchen wir bestimmt auch nochmal, die Tischkoralle. Du kommst mit. Ja, hier liegt der reichlich rum. Man muss sich nur ein bisschen umgucken. Wow, das ist schön, wenn man alles braucht, ne? Dann muss man nicht lange suchen. Wenn man einfach alles mitnimmt. Hey, kommst du her? Das hat auch seine Vorteile. Ich würde mir ganz gerne so schnell wie möglich jetzt gleich einen Scanner bauen, aber ich brauche dafür erstmal eine zweite Solarzelle. Das wird sonst nichts. Inventar voll. Warte mal, das haben wir gleich. Das Kupfer nehme ich noch mit. Ja, ich brauche alles. Heute wird gar nicht selektiert, heute wird einfach alles gegriffen. Was geht? Oxygen. Ja, ja, komm, wir sind doch jetzt zu Hause. Passiert doch nichts. Pass auf, drin jetzt ist Strom alle und ich ersticke. Sowas in dieser Art wahrscheinlich. So, wir machen uns hier noch einen Schrank. Wir machen uns... Kann ich nachträglich, kann ich da... Warte mal, wenn da Fenster drin sind, kann ich ja keine... Ich will mal ganz kurz was draußen gucken. Von wo die Aussicht am schönsten ist. Also ich könnte nach da gucken... Ich mach mir oben so einen Aussichtsraum. Ich darf echt nicht vor die Tür, ja. Aber wenn ich direkt wieder auf die... Das ist unglaublich. Was stimmt denn mit dem Schrank nicht? Okay. Das ist Kugosi. Und dann würde ich mir ganz gerne hier noch einen... Giralle-Schrank machen. So. Passt. Jetzt können wir es mal anfangen zu sortieren, ein bisschen.
Wobei ich glaube, mit Kogosi kriege ich jetzt schon ein Problem, ne? Das können wir erstmal später machen. Wir machen hier Quarz und so. Und Quarz und Co. In Anlehnung an Quarks und Co. Was? Quarz und Co. So. Das heißt Quarz und Glas. Das schmeiße ich da mal eben mit rein, das Lithium. Und so. Was brauchen wir? Wir brauchen noch eine Solarzelle. Dafür brauchten wir Quarzitan und Kupfererz. Was brauchen wir? Zwei Quarz, zwei Titan. Ne? Schade. Reicht erstmal nur für eins. Aber ich brauche dringend noch eine zweite Energiezelle, sonst brauche ich da nichts aufs Dach zu packen. Sonst brauche ich hier keinen Strom anzuschalten, oder so nicht. Also Strom zu nutzen. Okay, um dich anzufreuen. Ja, komm. Mit dem Viech freunde ich mich bestimmt nicht mehr an. Ich baue mir einen zweiten Ausgang. Der wartet doch vorne auf mich und verpult mir immer eins. Das ist ja unglaublich. So, das laden wir mal eben schnell nach. Passt. Der lutscht ja da echt ungleichmäßig leer, ne? Ich würde ganz gerne den Scannerraum bauen. Gold, Kupfer, 5 Titan und eine Tischkorallenprobe. Das ist ja gar nicht so viel, was ich dafür brauche. Das ist doch alles im Rahmen des Möglichen. Da ich jetzt noch keine Müllkiste habe, packe ich es da mal eben rein, den gepökelten. Heilt mich das eigentlich? Nee, ne? Naja, ich werde ja nicht versterben draußen. Boah. Cool, was ist das denn? Ach so. Na gut, das ist Titan, ne? Oh Gott. Ich hab's hier aber auch echt schwer. Noch ein Willkommensfeuerwerk, so könnte man das auch formulieren, ja. Der wollte nochmal hier bauen? Ich war's, ne? Oder? Ich weiß gar nicht warum. Das ist mir ein Rätsel, ein absolutes. Warum wollte ich nochmal hier bauen? Weil hier so schön war, ne? Hm. Merke ich nicht viel von. Ja, doch, da war ich schon dran. Natürlich war ich da dran. 30 Sekunden. Was ein Knaller. So. Welcome aboard, Captain. Ja, willkommen. So, wir müssten doch jetzt eigentlich. Ah, ich habe hier kein Gold, ne? Nee, ich habe hier kein Gold. Dann lass uns nochmal Gold holen eben.
Gold liegt alles drüben. Das ist, okay. Ist halt so. Dann will ich mir, dann mache ich jetzt mein Inventar richtig leer und hole mir gleich ein paar Schlingenpflanzen, Pflanzensachen. Das mache ich auf jeden Fall. Wo habe ich denn den Fisch hingepackt? Hat er noch Fische? Ich muss doch mal was essen gleich eben. Dann bleiben die hier. So, das ist gut. So viel trinken brauche ich auch nicht. Und die beiden leeren Batterien können auch hier bleiben. Dich nehme ich mit. Du kannst ja eben weiter aufladen. So. So, endlich sieht das mal ein bisschen nach Plan aus, was ich hier mache. Ab dafür. Nach Hause, Sachen mitnehmen. Ich werde mir Medipacks eben herstellen. Oh, das ist gut. Guck mal, hier mal eben auf halbem Wege. Guck mal, mal genau hier anhalten. Und, Mafia-Gold. So, wir haben noch hier. Habe ich das Fabrikator-Modul oder was habe ich mir hier gebaut? Jo, ich habe mir das Fabrikator-Modul gebaut. Wie praktisch. Dann Bus reparieren. Ist das schon wieder kaputt? Guck ich da mal nach. Das sollte ich auf jeden Fall machen. Der ist echt teuer, wenn der abhanden kommt. Das Problem hatte ich ja schon mal. Das war überhaupt nicht gut. Das war gar nicht gut. Ich hätte ganz, ganz gerne mal mehr als ein Medipack. So, erstmal eins einwerfen, dann können wir hier mal auf das Reparaturwerkzeug wechseln. Oh ja. Der hatte schon ein bisschen was abbekommen. Und? Der ist in Ordnung anscheinend. So, dann machen wir das nochmal. Besser ist das. Bei deiner Fahrweise, die Frage stellt sich dann nicht, deshalb fahre ich mit Zug am Wochenende. Aber ob das, aber mit Zug unbedingt besser in Koblenz ankommt. Ich bin irgendwo froh, dass ich nicht umsteigen muss, weil dann kann ich meinen Anschluss nicht verpassen. Ich glaube, das ist schon mal die halbe Miete. Hat der denn nicht 100 Strom, als ich losgefahren bin? Hat das Crafting so viel Strom gekostet? Das ist ja bitter. Juna, Abend. Und Marine, moin moin. Ah, der Hagel ist bitter, ne? Was wollte ich hier? Gold holen. Alles klar. Will mal den Hinterausgang. Ja, komm. Gold, Silber können wir mitnehmen. Brauchen wir vielleicht auch. Konzentriertes Enzym. Die können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Das Tether Tool. Ja. Ja, warum nicht? So, was wollte ich überhaupt nochmal? Ich wollte den. Kupfererz. Hey. Silbermagnetit brauche ich gerade nicht so akut, glaube ich. Na komm, ich ärgere mich sonst. Ich nehme mal die beiden damit. Und auf nach Hause. So. Aber jetzt kann man endlich vernünftig anfangen zu sammeln. Energy Black Dash, schon guten Abend. Ich komme am Montag nach Bremen und du flüchtest deshalb.
Nee, Montag bin ich ja wieder zurück. Echt, du bist Montag in Bremen? Ich fahre ja nur von Samstag auf Sonntag nach Koblenz. Du kannst es im neuen Hafen noch wirklich heim nennen, wenn du eine Tasse hast. Komm schon, wir kennen dich. Achso, erst dann wirklich. Das stimmt. Hast du recht. So. Ich verabschiede mich aus dieser Aufnahme. Ich denke mal, so langsam wird es hier, ja. Und dann wollen wir mal gucken. Ich mache jetzt nochmal ein Foto hier von der Außenaufnahme. Irgendwie. Ich muss ja noch Fotos haben. Ist ja. Brauche ich ja. Geht ja nicht anders. Nein, nimm mir die Hände aus dem Bild, Mensch. So. Hallo? UI, kommst du zurück? So, dann können wir gleich als erstes dann mal unseren Scannerraum machen. Dann farmt es sich auch einfacher. Da freue ich mich schon drauf. Hudi, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.